Die Sowjets arbeiten an einer neuen U-Boot-Klasse. Mit dieser können Seebodenraketen abgefeuert werden. Sicherlich müssen wir Ihnen nicht sagen, welche verheerende Auswirkungen diese Raketen haben können. Schnappen Sie sich ein kleines Team und infiltrieren Sie deren Stromnetz. Sobald die Stromversorgung unterbrochen wurde, schicken wir Ihnen Verstärkung. Wenn Sie dann bereit sind, gehen Sie nach Norden und zerstören Sie deren U-Boot-Werft, damit Sie keines dieser U-Boote mehr bauen können. Sollten bereits U-Boote gebaut worden sein, darf keines entkommen. Okay. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, und damit moin moin, herzlich willkommen zur nächsten italienischen Mission. Oh, wir haben ein sehr kleines Team und ein 20-minütiges Zeitfenster. Das ist natürlich sehr kurz, vor allen Dingen das Ingame-Zeit. Was haben wir denn hier? Wir haben normale Infanterie, ein bisschen Raketeninfanterie und ein Medic. Oh, die kommen von allen Seiten. Wo wollen die hin? Ich glaube, die sind gierig auf meinen Medic, kann das sein? Tatsächlich. Das war aber knapp. Hätten wir fast verloren. Den brauchen wir bestimmt noch. Von allen Seiten ankommen, meinen Medic flach zu legen. Finde ich nicht so schön. Ja, gut. Mit den Tesserspulen können wir uns nicht anlegen. Aber wir sollen ja auch das Stromnetz zerstören. Und die haben wir alle geheilt. Ja, dann würde ich sagen, erkunden wir mal das Gebiet. Okay, die Map ist nicht sehr groß. Hier schon direkt Ende. Und wir sollen ja nach oben am Schluss gehen, also wird das irgendwo rechts sein, gehe ich mal von aus. Wobei, hier ist auch nicht mehr viel Platz für irgendwas Spezielles. Okay, da ist schon die Basis. Ich habe nichts gesagt. Kriegen wir den geheilt? Wunderbar. Medic bleibt mal in der Nähe am besten, dann kannst du die auch heilen. Aber langsam, dass sie den nochmal snipen, das wäre nicht so schön. Ach komm, jetzt heil doch endlich mal den, den ich eigentlich geheilt haben möchte. Dankeschön. Okay, hier ist auch schon der Eingang. Ich gehe mal stark davon aus, dass da keine Flammentürme drin stehen. Das wäre ein bisschen unfair. Wobei, dem Spiel wäre das auch gar nicht mal allzu verwunderlich. So, damit sollten wir dann die Energie abschalten, indem wir das Kraftwerk da zerstören. Kriegen wir vermutlich einen Bauhof und dann geht auch hoffentlich das Zeitfenster weg. Hat noch nicht gereicht. Okay, da ist noch ein Kraftwerk. Welche Kraftwerke sind da denn? Geht noch ein bisschen weiter nach rechts. Ah, okay, sind nur zwei. Zack, zack, zack. Helft doch mal mit, die zu zerstören. Medic geht in die Mitte. Wir hörten auf zu feuern, dass ihr gleich feuerbereit seid. Sobald die Leute da rausspringen. Verstärkungen sind bestätigt. Okay, was haben wir hier bekommen? Flammentürme. Okay, das wird ein Problem. Und wir kriegen Sprengwagen. Soll ich vermutlich ein Loch reinsprengen? Aber ich meine, die könnte ich auch mit Raketeninfanterie outrangen. Ja, in Ordnung. Ihr Mechanobot. Bestätigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ging. Das habe ich irgendwie noch so im Urin. Natürlich. Ja, geht sogar. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Wusste doch, dass das geht. Genau, dann brauchen wir die gar nicht dafür opfern. Oh, was haben wir hier? Erobern Sie die Radarstation. Okay, dann machen wir gerade noch den anderen Flammenturm kaputt und dann machen wir das. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir eine Basis aufbauen. So hatte ich das verstanden, aber vielleicht müssen wir erstmal die Radarstation einnehmen. Bereit in Ordnung. In Ordnung. So, Medic, alles nach oben. Ja, wir haben noch drei Invasoren, also wir könnten auf alle Fälle eine Basis einnehmen, weil dafür brauchen wir eigentlich nur einen Invasor. Ihr Mechanobot. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Was greift ihr da an? Feindlicher Soldat. Ja, okay, das ist nicht das Problem. Den könnt ihr ruhig abschießen. So, wunderbar. Dann schießt das schon mal runter. Du gehst zur Heilung dahin. Ein Invasor brauchen wir zum Einnehmen. Und der Rest, den lasse ich erstmal hier stehen. Zack. Wunderbar. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, wir kriegen Tesla. Nee, Chronopanzer. Ich weiß nicht, warum ich mal Tesla-Panzer sage. Dann schießen wir uns hier durch die nächsten Flammentürme. Ich hoffe mal, dass da keine Tesla-Türme stehen.
Mehr Verstärkung haben wir nicht gekriegt, ne? Ne, leider nicht. Noch 10 Minuten. Viel Zeit haben wir wirklich nicht mehr. Was geht hier ab? Oh Gott. Ein Riesenangriff. Gut, dass wir die Springwagen behalten haben. Muss ich aufpassen, dass ich nicht meine eigenen Einheiten nuke. Bitte jag dich in die Luft. Oh, das war aber knapp. Okay, da kommt noch mehr. Zwei ist. Ich hoffe, da bist du schnell genug, dass du von denen nicht abgeschossen wirst. Oh, das war knapp. Und boom. So, die hätten wir gerettet, die Infanterie. Das ist aber ganz schön knallhart. Frag mich, was wir gemacht hätten, hätten wir die hierfür benutzt. So. Ja, gut, hier müssen wir vermutlich in die Basis. Warum ist das aufgedeckt? Das ist die U-Boot-Werft, die wir zerstören sollen. In Ordnung. Kann ich da nicht einfach rüber teleportieren? Aber das wäre ein bisschen sehr einfach, ne? Ich könnte die doch einfach von hier snipen, oder nicht? Wir können sie auf alle Fälle so oder so snipen, aber ich glaube nicht, dass das das Missionsziel ist. Das wäre ja wirklich sehr simpel. Wir machen heute die Dörfer kaputt. Ist auch noch was. Einsatz erfolgt. Oh, nee, das war schon alles. Ja, okay. Die war doch erheblich einfacher als gedacht, die Mission. Ja, dann wird das wohl eine sehr kurze Mission heute. Dann danke ich mich trotzdem fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Commander, ich glaube, ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Eine Auszeichnung für die Rettung der Zivilisten in unserer eroberten Forschungsstation. Ich würde Ihnen ja gern die Inschrift vorlesen, aber ich befürchte, dass Sie dann Gefahr laufen, vor Stolz zu platzen. Verdammt, Sie haben gerade eine Ehrenmedaille verliehen bekommen. Kommen Sie, ich gebe Ihnen eine heiße Milch in der Offiziersmesse aus.